Heute bin ich nicht irgendwo in Oberschwaben unterwegs, sondern heute bin ich in einem Haus und ich sitze vor einem Bild, was Sie hier auf der linken Seite sehen. Ein Bild, das etwas auch mit dem Fest zu tun hat, worauf wir uns freuen. In einigen Tagen ist Weihnachten und wir freuen uns auf die Festlichkeiten, die damit zusammenhängen. Ich denke, die meisten freuen sich darauf, auf Weihnachten. Weihnachten feiern wir die Geburt unseres Erlösers. Wir feiern, dass Gott in diese Welt gekommen ist, dass er in diesem Kind Jesus Christus sein menschgewordenes Wort uns gesandt hat. In Jesus Christus erkennen wir, was er für uns tun will, wie er möchte, dass wir als Christen handeln sollen, wie wir als Christen auch unser Leben gestalten sollen. Diese Geburt, die feiern wir an Weihnachten. Und auf diesem Bild sehen wir auch ein Geburtsgeschehen. Wir sehen einmal Josef, dann Maria und wir sehen eigentlich ein etwas in Windeln gewickeltes. Aber es ist gar kein Kind, sondern aus diesen Windeln heraus guckt uns ein Schwarzer, ein Farbiger, ein Flüchtling letzten Endes auch entgegen. Letzten Endes soll uns dieses Bild deutlich machen, dass in jedem Menschen, den wir sehen, auch im Flüchtling, im Asylbewerber und oder auch bei den ganz Armen, uns immer wieder Christus auch näher kommen will, Christus uns etwas deutlich machen will. Und Josef guckt etwas grimmig, Josef kann diese Augenblicke nicht einfangen richtig, es passt irgendwas nicht für ihn. Auch für uns passt manchmal manches nicht, auch wie Jesus uns ansprechen will. Darüber mal nachzudenken, lohnt sich vielleicht. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag, aber auch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ihr katholischer Fernsehseelsorger, Pater Alfred Tönnies.